Nee, du komm. Wie bist du jetzt da noch rausgekommen? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Lol. Die haben sich ja gar nicht gewehrt. Da ist die zweite Ebene. Na, get the fuck away. What? Das war doch vorher noch ein Kultist. Mein lieber Scholli. Haben wir hier was? Eine Guillotine? Zack! Opferköpfe. Yay. Also ich finde das geil, dass ich mehrere Geschosse jetzt abfeuern kann. Ist nicht schlecht. Ich habe nur noch 2 Plätze frei oder 6 kleine. Was würde ich... Ey! Was soll denn das? Willst du mich verarschen? So, Ebene 2. Da waren wir noch nicht. Begebt euch zum Hochlandpalast. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Ja, den sehe ich, mein Freund. Und jetzt aktiviert das doch. So. Mann. Weg da. Heiliger Scheiße. Oh, sie warten schon. Ihr Hurensöhne. Leck mich. Scheiße. Weg. Das war ein würdiger Gegner. Jawohl. Richtig. 18 Schaden. Minimalschaden plus maximal. Pff, was ist das denn für ein Scheiß? Wer braucht das schon? Niemand. Opferköpfe. Lecker Schmecker. Hoho. Da lebt noch einer. Und hier kommen sicher wieder die Inferno-Zombies. Nee? Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Euer Mut hat euch nicht ein einziges Mal verlassen. Danke. Meinen Respekt, mein Herr. Thanks. Ich folge nur meinem Schicksal. Das Gefühl kenne ich. Ja, schön zwischendurch. Schöner kannst du ein Tor nicht erzielen. Warte mal. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. Ja. Nee, du leidest unter Verfolgungswahn, haben mir deine Kollegen gesagt. Ja, weg da. Los. Ich brauch dich nicht. Heilige Maria. Ah, mein Gott. Mein Gott, mein Gott. Ich warte, Mann. Pisst euch. Los. Weg. Was haben wir denn da? Eine Truhe. Ich dachte schon, das sei eine prächtige. Okay, das war nicht wenig Gold. Begebt euch zum Hochlandpass. Ja. Was muss ich hier machen? Betretet die verfluchte Feste. Alles klar. Nein, die schon wieder. Nein, bleib mir vom Leib, Kollege. Bleib mir vom Leib. Die sind echt eklig, die Dinger. Bin ich schon ein paar Mal gestorben mit meinen Barbaren dank denen. Und dann kommen wieder die coolen Ziegenmenschen, die wir ja so gerne haben. Ja, und es kommen wieder diese coolen Monster, die ich noch lieber habe. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ja, deine Mutter hat nicht genug Arkankraft. Ah, ich hasse die. Wann hat denn eigentlich mein Templer den Levelaufstieg? Was ist das? Geschicklichkeit. Nee, Intelligenz ist mir lieber. Gold? Wie viel Gold habe ich? 9700.
Okay, das ist nicht viel, wenn man es so sieht. Gut, ich habe jetzt das meiste ausgegeben, da ich meinen Schmied ausgebildet habe für etwa 15.000 Goldstücke. Hallo, I've got a present. Get the fuck away. Ja, ja, mach du ruhig deine Voodoo-Scheiße weiter. Es interessiert niemanden. So, die verfluchte Feste. Kein Speicherpunkt. Was ist das? Ich bin Asilla, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Nun gebe ich euch meinen Segen, Held, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Überreste der Gefangenen befreit. Okay, an den Teil kann ich mich noch erinnern. Der ist nicht schlecht. Hier, da kannst du einige Gemetzel durchführen. Ja, und die Bogenschützen knallen mich ab von der Ferne. Ist natürlich extremst geil. Oh, er wartet schon. Er will nur so metzeln, mein Freund da. Das gefällt mir. Schrein des Schutzes. Gut, dann können wir ja beide befreien. Das Licht in mir wird stärker. Hattest du ein Level-Up? Ja, hat er. Schön für dich. Beim nächsten Level-Up habe ich, glaube ich, neue Fertigkeiten. Und was machst du da? Mein Gott. Ja, Diablo 3 ist schon ein geiles Game, Mann. Sie haben zwar die Erwartungen nicht übertroffen der Fans, da sie ja 12 Jahre gewartet haben, aber trotzdem verdient das Spiel seinen Respekt. Aber es könnte besser sein. Hau ab. Los. Will ich nicht mehr sehen. Ich hasse dich. I hate you. I fucking hate you. Und da ist eine Leiche. Den muss ich befreien. Nur wo ist die verschissene Tür? Hä? Ein würdiger Gegner. Oh mein Gott, grotesken. Grotesken. Die Fest. Ja, sie sind zu dick für die Tür. Die sind zu dick für die Tür. Oh Gott. Hoppa. Zu dick für die Tür, mein Gott, ist das peinlich für die. Und mein Inventar ist voll. Okay, das ist nur 9 Gold, das kann ich wegschmeißen. Das kann ich sowieso wegschmeißen. Ja, dann habe ich wieder 3 Plätze. Und ich will jetzt gerne zu diesem Geist da. Ach, da ist ja noch einer. Hallo. Hoppa. Wehe, du blockst jetzt. Ich brauche mehr Zeit. Was machst du da? Lass mich in Ruhe, Mann. Oh, die kommen ja auch noch. So. Und weg sind sie. Dank sei den Göttern. Was machst du denn hier? Böse. Böse. Na los, Templar, komm. Wir gehen. Aber wie kommen wir da verdammt nochmal rein? Da ist eine Tür, aber wo ist die andere Tür? Das ist die beste Frage des heutigen Tages. Wo ist die verschissene Tür? Hier. Hell yeah. Und noch mehr Überreste. Preiset wen? Ich wage es. Oh. Hallo. Kommst du? Du musst sterben. Genau so.
So ist's gut. Nee, 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 nee. Deine Axt kannst du dir in den Arsch schieben, mein Freund. Oh mein Gott. Boah. Was für ein Gemetzel. Was für ein Gemetzel. Das ist doch mal ein Massaker, ey. Wow. Ey. Lass mich. Ups. Ja, die meine arkane Kugel bringt der Wand leider nichts. Freiheit! Nach so langer Zeit! Freiheit! Komm schon, treffen! Ja, ja, abgeblockt! Abgeblockt! Gut, hier kommen wir nicht raus. Überall nur Leichen. Was für ein Gemetzel. Ich denke, in den nächsten 17 Minuten, das ist die Zeit, die ich noch aufnehmen werde, mache ich noch das Level Up. Ich spüre es. Und da ist... Ach so, das ist das, was ich abgelegt habe. Fail. Okay. Wir haben den unteren Teil jetzt erforscht. Dann können wir jetzt nach oben gehen. Geradeaus. Das ist immer gut. Wow. One hit. Ey. Schreien der Gunst. Das ist mit den EP, oder? Nee. Oh Gott. Ein würdiger Gegner. Und da kommt auch schon der dritte. Ist noch gut, wenn der Templer die Angriffe auf sich lockt. Wir haben es geschafft. Oh ja. Und was habe ich aufgenommen? Scheiße. Ja. Brunnen brauche ich nicht. Nee, 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 weg da. Weg da. Bleib mir vom Leib. Verstanden? Weg. So, diese Knöch. Ah, ich kann das Wort nicht aussprechen. Die Knöchrigen. Die knöchrigen Skelette. Jetzt habe ich die knöchrigen Skelette hier. Erinnert mich an einen guten Leprawitz. Ja, gut. Was macht ein Leprakranker in der Disco? Er tanzt, bis die Fetzen fliegen. Ja, ha, 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 ha. Den fand ich schon immer nicht schlecht. Und was ist das? Hallen der Agonie, Ebene 3. Aber ich will jetzt zuerst die Leute hier befreien. Die haben ein Recht auf Freiheit. Was ist da? Wäre da einer gewesen? Egal. Ja gut, ich müsste sowieso wieder nach oben. Nur noch 14 Tränke. Dafür das Recht, eine Krone zu tragen, wird vom Licht verliehen. Um es zu verlieren, ist die Finsternis eines verderbten Herzens nötig. Ach so. Du bist ja ein weiser Kerl. Das machen wir so. Hoppa! 51 Gold und 1 Gold. Das ist ein kleiner Unterschied. Und hier ist ja gar keiner. Was soll das? Willst du mich verkackeiern oder was? Da drin müsste einer sein. Wenn es da schon leuchtet. Jawohl, da ist auch einer. So, meine lieben Skelette, ich habe eine Überraschung. Und zwar, Höhe sind zwei. Preiset Akkarat. Preiset Akkarat. Wer auch immer das ist.